Holla, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und diesmal bin ich nicht ganz alleine, zumindest in der ersten Folge. Denn ich habe mir Begleitung gesucht. Und zwar meine zuckersüße, wunderbare, allerliebste Delis. Hi. Dieses Hi einfach so, hi. Das ist so wie, Delis versteckt sich hinterm Busch, während ich dich meiner Clique vorstelle. Und du siehst ihn am... Du siehst wäre praxisnah. Du siehst ihn am Busch nur noch die Hand winken. Komm, Delis, du bist nie so schüchtern. Du warst doch auch schon im Otome-Talk dabei. Das stimmt. Und ich bin wie Unkraut, ich komme immer wieder. Unkraut vergeht nicht, ne? Na, du musst die Wurzeln mit ausreißen, sonst funktioniert das nicht. Aber ich habe meine Wurzeln Unkraut gerne bei mir, vor allem deine. War das gerade der Moment, wo du dir fragst, ist das cringe oder ist das jetzt süß? Ich höre kurz, ob ich dir mitteilen soll, ob ich ein Tiefwurzler bin oder ein Flachwurzler. Aber ich weiß nicht, ob die irgendwo richtig ankommt. Jedenfalls, Delis und ich, verwurzelt oder nicht, haben jetzt ein Spiel vor uns, eine Visual Novel, die heißt Sind Memory. Memories, ich sollte mal lesen können, of the Starry Sky. Ich habe es von P-Cube, den Key, bekommen. Also danke, liebes P-Cube-Team. Ich liebe euch. Ich hoffe, ihr liebt mich auch. Ich liebe euch weiter so lange bis ans Ende meiner Tage. Das ist jetzt nicht der Einschleim-Modus für bitte gib mir mehr Keys, danke. Aber P-Cube begleitet mich jetzt schon ein bisschen auf meinem Kanal, ohne dass ich wirklich in irgendeinem Creator-Programm von ihnen drinne bin. Ich habe halt einfach nur das Glück, dass ich hin und wieder mal einen kleinen Key zugeschustert bekomme. Da heißt es, hier, bitte, nimm Konosuba, mach das erste Kapitel, danke! Oder hier, bitte, nimm diese Otome-Visual-Normal namens Celestias Fate of Chains. Danke, Skippy. Ja, und jetzt eine Visual Novel, die kein Otome ist und kein Anime. Oder kennst du einen Anime davon, Delis? Nö. Nö. Aber wir haben ein tolles Intro. Ich habe, als ich alles eingestellt habe, schon mal das Intro gesehen. Und jetzt haben wir schon mal die vier Mädels gesehen. Ich habe uns sowas von gespoilert gerade. Aber wir gucken uns mal den Opening-Movie an. Darf ich erwähnen, dass ich das Opening sehr liebe? War wirklich schön gemacht. Und vor allem, man sieht schon so die schönen CGs, die wir sehen werden. Und ich liebe es ja definitiv immer, weibliche Sängerin zu hören bei Openings. Also das meine ich nicht mal sarkastisch oder so, aber ich mag das wirklich sehr, weil es viel zu häufig männliche gibt, die halt so diese rockigen Dinger machen. Und dann da so man... eine richtige Rockröhre von Frau zu hören, auch wenn es japanisch ist und Frauen meistens in japanisch nicht ganz so rockröhrig klingen. Meistens.
Finde ich immer ganz toll. Mhm. Ich weiß genau, nicht, und es passt auch. Passt einfach gut zusammen. Als ich das von uns gehört habe, dachte ich mir, oh, das muss ich mir unbedingt mit Delis nochmal angucken, das Opening. Weil ich habe das ja nicht ganz gesehen, ich habe es ja nur eingerichtet. Und dann dachte ich mir so, oh, das musst du mit Delis. Wenn einfach mal mein erster Gedanke immer ist, das musst du mit Delis gucken. Weißt du Bescheid, Delis, ne? Und die Zeichnungen sehen ja auch sehr süß aus. Und ich denke, ja, die Artworks sind total schön. Ich denke, wir beide werden sehr viel Spaß haben. Ich bin gespannt, worum es insgesamt in der VN geht. Ich habe mich jetzt, ganz ehrlich, Schande auf mein Haupt, nicht groß drüber informiert. Ich habe gesehen, es ist eine Visual Novel beantragt. Den Key habe ich mir gedacht, weil ich mache ja halt sehr viele Visual Novels, teilweise auch hier auf meinem Kanal. Und bis Kapitel 4 dürfen wir sogar zeigen. Wenn ihr also mehr von Delis sehen und hören wollt, schreibt das am besten in die Kommentare. Dann überrede ich sie wieder mit viel Liebe und mit alle lieben dich zu vielleicht einer Folge 2. Oder, Delis? Das klingt, als wolltest du mich zwangsverpflichten. Nein. Wie kommst du darauf? Nein, ich doch nicht. Wir wissen doch beide, du wirst nicht bezahlt. Ich kann dich nicht zwangsverpflichten. Nee, also lasst es uns wissen, wenn euch die Folge gefällt. Und ich denke, wir gehen einfach mal rein. Und nachdem wir die Diskussion hatten, ob ich auf Deutsch übersetze, ob wir beide zusammenlesen, habe ich jetzt einfach mal über Delis Haupt hinweg entschieden, dass wir auf Englisch lesen. Du darfst laut vorlesen, Delis. Danke. Okay. Okay. Mein Interesse entschuldigt mich präventiv. Was? Wie bitte? Nichts. Wie bitte? Okay, dann fangen wir mal an. Möchtest du der Ich-Erzähler sein, so in dieser besonderen Folge? Der Junge also, der junge Mann vielleicht. Wenn es ein junger Mann ist. Ich denke schon, mir ist das egal. Ja, wir müssen es halt nur wissen, wer anfängt, ne? Ich weiß nicht, wie du erzählst, die ist. Hat man wirklich Rede getrennt? Oder hat man nur sein Gedankenbild? Oder hat man einen alternativen Erzähler? Lies einfach. Ich übersetze doch auch immer einfach. Everything began from those Sims memories of that day. Ich lese nicht gerne rein, wenn Charaktere reden, dann lasse ich das meistens. Ach, Katze! Hungrige Mädchen. Warte, ich call's jetzt mal. Wir sind mit unseren Eltern Autofahren und wir haben einen Unfall. Wenn das unser Vater ist, ist der aber ein bisschen jung. Nein, ich glaube, das ist unser Kumpel. Also ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einer Arbeitskollegin, dass Japaner gefühlt nicht alt werden, außer sie tragen einen Bart. Ja, die altern irgendwie erst mit 50 so. Immer 20, boom, Menopause. Just in dem Moment, wo sie einen Bart haben, wirken sie einfach mal doppelt so alt, wie sie sind. Ich weiß nicht, könnte auch unser großer Bruder sein oder sowas. Meinst du, es könnte unser Onkel sein? Bruder, nicht Onkel. Bruder? Okay, also... Aber es wird ein Autounfall, das call ich jetzt einfach. Dass wir einen Autounfall haben werden und irgendjemand stirbt. Ich confirm, ja. Gut. Back then... 簡単な仕事があってな。その依頼人にお前にも合わせてみたいと思って。Okay, also unser Bruder hat einen einfachen Job aufgenommen und möchte, dass wir, seine Schwestern, wer auch immer, den Klienten ebenfalls trifft. Das klingt jetzt vielleicht doch... Vielleicht ist es auch ein Kollege. Das klingt jetzt irgendwie mehr nach Prostitution. Es tut mir leid, das klingt aber ein bisschen falsch, oder? Ein bisschen. Bei... Könnte auch ein Praktikant sein. Dare nano? Donna shigoto? Der weiß nicht mal... Warte mal. Ja. Jetzt sind wir doch bei Prostitution. Du sitzt also mit einem Typen im Auto, der dich zu einem Klienten fährt für einen Job, von dem du nicht weißt, worum es geht? Ja. Genau so, und wir sagen auch noch, klingt gut. Warum bist du in die Karre gestiegen?
Wieso? Es wurde Essen versprochen, wahrscheinlich. Delis? I was burdened with a sin. Du wurdest... Also doch Prostitution, weil Lust ist ja auch eine Sünde, wie wir wissen, seit Aspen Hotel. Ja, aber wäre das burdened? Das macht doch eigentlich eher Spaß. Laut Himmel nicht. Wir haben es gecallt. Oder warte mal, haben wir einfach jemanden gesehen, der einen Autounfall hatte? Aber wir haben einen Autounfall gecallt. Guck mal, aber so schlimm sieht das gar nicht aus, als überlebt man. Das ist ich spreche aus Erfahrung. Ich habe etwas viel Schlimmeres überlebt. Und ich bin hier. Ich wollte gerade sagen, du sprichst aus Erfahrung, aber aus der Erfahrung könnte ich auch fast schon sprechen. Ich habe nämlich auch schon einiges an Unfällen erlebt, auch Kindheitstagen, und ich sitze hier. Also unter anderem... Das geht schlimmer, man kommt trotzdem noch lebend raus. Pass Moderne auf. Moderne Autos sind echt krass. Pass auf, es gibt eine Geschichte, die habe ich dir noch nie erzählt, Delis. Und die erzähle ich dir jetzt live hier. Und zwar, ich war mit meinen Eltern in Sommerferien bei meiner Oma und Opa. Und wir wollten gerade in die Stadt fahren mit unserem Auto. Und ich weiß nicht genau, was alles passiert ist. Ich weiß nur, es war alles total strange. Es ist plötzlich eine Frau auf unsere Fahrbahn gefahren und mitten in das Auto meines Vaters rein. Und es hat übelst gescheppert und gerumst. Meine Mama hat geweint, meine Oma hat geweint. Beide haben gesagt, ihnen tut alles weh. Also so ein bisschen Schütteldingensen und so, ne? Ich, kleiner Knirps, hatte auch ein bisschen Schmerzen. Aber der erste Gedanke war, meine Mama weint, geht's meiner Mama gut? mein Vater ging es einigermaßen, also mein Vater ging es gut. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand hochgradig schwer verletzt war. Ändert aber nichts daran, dass meine Mama und meine Oma im Krankenhaus lagen für 2 Tage. Und die Ausrede der Frau, die das andere Auto gefahren hat, war, ich habe jemanden über die Straße gehen sehen. Und Monate später, beziehungsweise Jahre später, habe ich von meinem Vater erfahren, dass unser Auto, das er dann dort vor Ort bleiben musste, weil beschädigt, ne? Dass unser Auto wohl für Drogenschmuggel benutzt wurde. Unser kaputtes Auto. Imagine. Ja, unser kaputtes Auto wurde für Drogenschmuggel benutzt, weil zufälligerweise war dieser Unfall in der Nähe von, was war es, eine Autowerkstatt, ein Autohaus oder so? Von denen haben wir auf alle Fälle einen Ersatzwagen gekriegt. Und die haben dann scheinbar unser Auto wieder ein bisschen aufpoliert und haben es dann genutzt, um über die Grenze irgendwo Drogen zu schmuggeln. Aber ja, meine Erfahrung zu Autounfällen. Auch interessant. Ja, ne? Was ich nicht alles schon manchmal erlebt habe, ohne es wirklich zu merken, weil ich es dann nur noch erfahren habe, so hinter der Hand. Aber gut, ich hoffe, dieses Auto wird nicht für Drogenschmuggel verwendet. Also wir sollen in dem kaputten Auto bleiben, ist sehr gut. Nani denno? Ore mo iku yo. Das ist immer gut, wenn dir jemand sagt, bleib im Auto und du sagst, was? Nein, ich komm mit, dann weißt du gleich, okay, irgendeiner stirbt gleich. Das ist doch... Wenn nicht trennen, trenne scheiße, habt ihr Knochenfilme gesehen? Trennt euch nicht. Aber nur in Horrorfilmen. Ja, aber weißt du, ob es einer wird? Könnte Wrong Turn sein, trennt euch nicht. Es könnte Wrong Turn. Wie viele hast du schon gesehen, Horrorfilme? Das weiß ich doch nicht. Weißt du, ich hatte immer so die Einbildung, dass du keine Horrorfilme guckst und dann irgendwann offenbart sich mir, dass du zu viele geguckt hast in deinem Leben. Gerade genug, um zu wissen, dass ich mich nicht von meinen Leuten trenne, wenn es gruselig wird. Okay. Hatte ja. Auf wen sollen wir warten? Auf unseren Bruder? Samara-Erinnerung mit dem komischen Rauschen? Ich weiß nicht. Sus. Ich glaube, das war Feuer. Warte kure, Aniki! Also wir haben den Unfall gecallt, einen Unfall. Es war wahrscheinlich nicht unserer und unser Bruder wollte vielleicht nur helfen. Wahrscheinlich hat das Auto gebrannt, ist dann explodiert und weil Junja seinen Bruder nicht retten konnte, macht er sich jetzt Vorwürfe. Überlebenden Schuld, ne? Katze! Katze? Ah, Katze ist wieder auf eine dumme Taste gekommen.
Wolltest du? Also ich glaube, du bist ja der Ich-Erzähler, also bist du Junja. Wait for me. Wait for me. Aha. Es wird nichts. I cried out for dear life and it cleaved through the almost illusory landscape. And it was directed at. Das nennt er eine Landschaft? Ich sehe eine Frau mit großen Brüsten. Alles klar, Kumpel. Dass es nicht eine Landschaft ist. Naja, wenn man sich so die Debatten anguckt, jetzt debattieren ja einige Männer darüber, dass die Lara Croft aus irgendeinem Trickfilm viel zu maskulin ist, weil sie die ist flach wie ein Brett. Weil sie Muskeln hat. Nee, die ist nicht flach wie ein Brett. Es gibt einen Trickfilm. Die ist nicht ich kenne die Serie. Echt? Ja, ich habe die drei Folgen gesehen, dann habe ich es geskippt, weil es mir so langweilig wurde. Also ich hab die Bilder gesehen und ich fand sie nicht flach wie ein Brett. Von vorne sieht die mega flach aus. Okay. Das nächste, was ich wieder mitgekriegt habe an Sexismusdebatte, ist Silent Hill 2. Fand ich geil. Die haben ja... Ist richtig geil. Die haben ja die haben ja alles... Oh, Katze! Verdammt, Junge! Und gib ich so, ja, die Boobs. Jetzt hat er das Ding irgendwie klein gemacht und ich weiß nicht wie. Was ist mit Alt-Shift oder Steuerung-Shift? Das ist ganz oft die Tastenkombination. Steuerung-Shift? Nee, ich glaube nicht. Wo hast du da den Screenshot jetzt vor dem Spiel liegen? Ist das ein Screenshot? Nee, das ist das Spiel selber. Glaub ich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gehört, aber ich hasse meine Katze. Ich hasse ihn manchmal so liebevoll sehr, weißt du das? Fühl das ja. Gut, das könnte glaube ich... Er war kein Tor. Nee, das ist tatsächlich das Spiel. Aber er will mir nicht die Größe geben. Minimieren. Nee, das wollte ich nicht. Katze, was hast du getan? Warte. Das ist der Backlog. Das ist Auto. Hier Option. Fullscreen. Leute, also Spielemacher sollten niemals eine Tastenkombination einbauen, die von Fullscreen auf Window macht. Niemals! Bei einer Katze, die die Fähigkeit hat, diese Kombination mit dem Arsch zu drücken. Die Katze guckt die Kombination nur an und du weißt nicht, was es für eine war. Funktioniert das jetzt mal? Es funktioniert immer bei Katzen. Immer. Und das passiert mir auch jedes Mal, weil Skippy, wenn ich sobald ich anfange aufzunehmen, echt total nervös gefühlt wird. Ey, ich kann eine Stunde vorher, ne, nichts machen. Da liegt er dann da, schläft in aller Ruhe und dann fange ich an aufzunehmen und schwupp wird er aktiv. Drama. Oh Mann, Katzen. Backlog, warte, haben wir irgendwas verpasst? Nein, das war nur die Landschaft und war. Okay. A familiar face looked down at me. With a breath caught in my throat, I could see my foolish reflection in a pair of dignified black eyes hovering over me. Ich finde, die Augen sehen jetzt aber nicht schwarz aus. Eher so ein bisschen violett, oder? Ich würde sagen, leicht violett. Aber nur so grau-violett. Vermutlich wollten sie das Schwarz nicht zu... Naja, so, wenn du halt wirklich Augen schwarz hast, sieht es halt schnell nach matschig aus. Ja, okay. Hätte eher nach Pupille dann ausgesehen. Ich mag ja die Seiyus. Ding quatschen mir nicht rein. What the... Nanda, janai de shou? Jun ya.
Wir merken uns, er heißt Chillen, ja? Bitte merken, Chillen, ja? Ja, yeah, ja. Yeah. Those dark eyes narrowed as I gave a known answer. Ja, du bist ja sehr emotional bei den Nicht-Antworten, ja, ja. Wie sagt man so schön bei mir, ja, ja, heißt, du kannst mich mal. Ja, ja, genau. Her lips curled into a smile and her hair drifted to the side with a slight tilt of her head. I couldn't help but find each and every movement striking and only pulled me further from slumber. Ah, wir hatten also einen Albtraum von dem, was in der Vergangenheit passiert war. Ich tippe immer noch drauf, Brüderchen wollte dem Unfallfahrer oder so helfen oder dem verunfallten Auto. Es ist explodiert und er ist dabei draufgegangen. Ich calle es. Nee, explodiert glaube ich nicht. Ich glaube, es hat einfach noch reingeditscht oder so. Naja, aber ein Auto, wenn das brennt, da ist die Explosionsgefahr doch höher, oder? Nein, die ist voll niedrig. Das echt? Nur Hollywood, den das vorgaukelt. Echt? Ich hätte gedacht, gerade wegen dem Benzin oder so. Da kommt das Feuer gar nicht. Das sind Sicherheitsmechanismen. Es würden ja dauernd Autos in die Luft fliegen. Naja, du warst wahrscheinlich noch... Außerhalb von Hollywood-Film. Du warst wahrscheinlich noch nicht in Berlin. Nein, Berlin, directed by Michael Bay. Junya, Nein, wir wissen nicht, wer du bist, Chihaya. Bitte sag es uns. Ich weiß, dass dein Name steht dran. Ja, Chihaya. Wie verhalten wir uns denn sonst, wenn das schon ungewöhnlich ist? Hör mal, wir sind glatt geweckt worden. Gib mir einen Moment. Die Frau ist noch nie aus dem Halbschlaf geweckt. Mittagspause, du hast gerade schön geschlafen. Nein, Katze, das machen wir nicht nochmal, den Spaß. Chihaya giggled, rising to her feet. Wo liegen wir eigentlich, auf dem Pausenhof oder auf einer Bank? Wir liegen im Dreck. So, ja. Watashi wa Hojo Chihaya. Wir haben den Namen sogar richtig ausgesprochen, sind wir nicht stolz auf uns? Minimal. Komm, a bit more proudness. Chihaya. Where are we? Koko wa watashi tachi ga kayou daigaku. Junge, das kannst du nicht mal rausreden mit, ich hab nicht gut geschlafen. Bist du betrunken? Stone? Beides? Oder er hat gerade nur Augen woanders. Warte mal, da fällt mir gerade auf, Augen woanders. Hat sie jetzt nicht gerade kleinere Brüste als in dem CG zuvor? Ja, aber vorhin hat ja ihr Arm dagegen gedrückt und sie hat sich ja vorgebeugt, ne? Das ist so in Biologie, das hängt dann halt nicht so. Ich schwöre dir, sie hat jetzt kleinere. Mir würde ich nichts drauf wetten. Ich denke, das ist die Biologie. Wenn du dich halt vorbeugst, naja, kennst du ja selber, ne? Guck mal, oh mein Gott, sie gibt uns einen Nachnamen verraten, Loris. Das ist ein Tiefpunkt. Nimm dir so besoffen, dass jemanden brauchen, der uns einen Nachnamen verrät. Für Spieler ist das geil, wenn du vom Charakter gesagt bekommst, wer du bist. Dann denkst du dir, jo, jetzt kann ich mitspielen. Oh Mann. Childhood Friend. Ja, Childhood Friend. Sandkastenfreund. Oh, Junge, ich hoffe, sie haut ihm gleich ins Gesicht, dass er das vergessen konnte. I had finally returned to the real world after being trapped in a dream. Chihaya. So, ja. Sorry. Ja, kochira wa dare desho? Okay, wer wird das sein? Meine Mama. Sie sieht aus wie du mit kürzeren Haaren. Was? Was? Yep. Wie ich? Wie nennt ihr sie denn, ja? Also du meinst Charakter Erenia. Und mit Brille, weil Charakter Erenia trägt keine Brille. Ist mir egal, ich fühle dich da. Passt schon. Du spürst mich da. Chihaya, deine Freundin heißt Erenia. Wir wissen das. Verrat uns das. Chihaya mischievously spun her finger around in front of her chest and pointed toward the woman at her side. I knew who this person was as well. Ja, die ist ja hier im Stream dabei. Weil weißt du es mittlerweile, wer diese Person ist.
Kindheitsfreundin vergessen ist ja okay. Ja, weißt du, vielleicht konnte er sich die merken wegen, naja, du weißt schon. Na, na? Wer ist es? Wer ist es? Hinata, Hinata Ise. Seikai. Yokatta. Chanto okita mitai ne. Ah, sie hat schon mitgeschnitten, dass wir eigentlich nur halb verträumt waren. Sicher, dass das ich ist? Sicher, ja. dass sie so die Eri-Vibes abgibt von wegen, ja, hättest du jetzt falsch geantwortet, hätte ich dich mit Wasser bespritzt. Ja. Echt? So fies hältst du mich? Das ist doch nicht fies. Fies wäre gewesen, hätte ich dir ins Gesicht geschlagen. Das wäre fies gewesen. Wäre auch eher so dein Ding, oder? Vielleicht erst mal einen Alkoholtest machen. Lass ihn mal pusten. Wo willst du als Schüler einen Alkoholtest herkriegen? Okay, fair. Hab so Schwester? Schwester. Ja, nimm das, dass ich Krankenschwester. Ich weiß, dass es auf dem Englischen so genannt wird, aber es ist korrekt. Ich weiß es nicht. I gave her a half-hearted smile in response, but the look in her eyes behind those glasses told me it had been a joke. Ich hätte das wirklich gemacht, wahrscheinlich. Ja, aber woher willst du die Wasserspray-Flasche nehmen? Die steppt man ja auch nicht ordentlich rum. Oder bedüstelst du überall die Blumen? Wer weiß. Vielleicht habe ich das ja in meinem Rock. Ah, verstehe. そんな乱暴なことしちゃダメよ。眠り姫を起こすのには王子様のキスが一番なんだから。 Oh, die geht ja ran. Ja, dann schaff mal einen Prinzen ran. Für den Prinzen, ne? Ja, wir sind auf einer Sleeping Beauty. What's that supposed to mean? 相談があって純也を探してたの。 そうしたら木陰で眠り姫を見つけたってわけ。 Unter den Bäumen also, okay. Doch im Dreck gelegen. Mhm. Wahrscheinlich hätte die gute Schuluniform dreckig gemacht, aber es sieht nicht so aus, als würden sie eine Schuluniform tragen. Nee, wirklich nicht. I'm a cleaning that cut out to be a sleeping beauty. Oh. My response was cut short by a yawn that I could no longer hold back. I'm half been conscious, but I need a little more time to fully come to my senses. Immer noch müde, Sleeping Head. Okina akubi ne? Erstmal den großen Gena ablassen, ja. My bad, I was up all night working. Das klingt wirklich nach dir. Nein, ich arbeite nachts nicht. Ich denke, das ist... Du arbeitest nachts nicht? Also ich weiß, dass du viel zu viel manchmal arbeitest. Aber nicht nachts, da kriege ich keine Kohle für. She looked concerned and leaned toward me, but I gently fanned her off with both my hands. Warte, sie beugt sich jetzt vor und du schlägst die Frau weg? Du hättest... Nein. Er schiebt sie sanft mit der Hand beiseite. Ja. Ja, steht da. Er hätte ich auch gesagt. No matter how long we had been friends, I honestly thought it was improper for a man or woman to be in such close proximity. Boah, verklemmtes Stück. Verklemmt. Willkommen im 21. Jahrhundert, mein Freund. Wobei, das könnte ich sein, weil ich trau mich ja nicht mal mit meinem ersten, also mit einem Date im selben Bett zu schlafen, ne? Also ja. Und erwähne nicht unsere RPGs. Hätte ich auch nicht. Ja, also sind wir beide auch verklemmt. GI had always been terrible at invading my personal space. I was used to it by now, but... Oh, ich spüre Eifersucht. Mhm. Yeah, I got the hint. It would be bad if people start spreading rumors about our esteemed GI here. GI herself, however, was acting like her usual self and remained oblivious to her concerns.
Ferien ein mit der Long Time Ago, back when we were in Kindergarten. Ich liebe es, dass ist Kindergarten... Das im Englischen auch benutzt? Ja, es wird im Englischen auch benutzt und im Japanischen. Kindergarten ja. ist... Kindergarten so ist... Kindergarten ist eins der Wörter, die du in jeder Sprache finden wirst, weil es halt in entsprechender Sprache kein Wort dafür gibt. Ja, die haben alle unter sich übernommen. Ich finde das super süß. Ich auch. Aber am Ende beschweren sie sich alle, wie brutal wir Deutschen klingen. Stimmt halt auch. Nur die Russen tun es. Eigentlich müssten alle das Wort Kindergarten, ne? Kindergarten! Lesen. Das ist so das, was ich fühle, wenn ich einen Kindergarten sehe. Aber so kriege ich es nicht auf. Naja, aber wenn sie schon deutsche Wörter benutzen und sie sagen, Deutsch klingt so hart und so laut. Ja, dann schreit das doch einfach. Dann schreit die Wörter! She didn't quite understand it with them that she was a high-class lady in different social Zeitung. Ist das unser Problem? Nicht, dass Mann und Frau sich nahe kommen sollten, sondern dass Chihaya halt einfach über uns steht sozial? Ja, das ist doch ein japanisches Ding, ne? Aber gibt's sowas noch mit High Class und Low Class in Japan? Ich glaube schon, dass noch so ein bisschen Klassendenken herrscht. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das halt Teil der Realität der Moderne ist. Okay. Und wenn du halt so die typische Tochter von Ärzten hast und den Dude von der alleinerziehenden Mutter, die im Supermarkt jobbt, ich glaube schon, dass das noch so auswirkt. Aber das ist nicht nur in Japan so. Ja, bei uns auch, aber bei uns zeigt es sich halt damit, dass das eine Kind halt immer die neuesten Markenklamotten hat, das mal das neueste Handy, das andere halt maximal überhaupt ein Handy. Ja. Also geht es nur um das Finanzielle und nicht darum, was machen deine Eltern beruflich. If I'd learned anything from living in this area, it was that everyone knew of the distinguished, reputable Tojo family of Sumisora. Oh, Sumisora ist scheinbar die Ort, wo wir sind. Genau. Chihaya's father was an active local politician. Her grandfather had once held a similar position, which made their bloodline all the more prestigious. Okay, also... Politiker. Mhm. Alle Politiker. Lokalpolitik. Grüßt. It was safe to assume that a fine young lady like Chihaya was nothing short of perfect, if she belonged to such an amazing family. Ah ja. Ah, gar kein Druck. Großartig. She tried not to flaunt her fortunate upbringing, but really was just something she aspired to hide, even though she actually couldn't. Ah, das ist so dieser Versuch, wo Kinder versuchen, dem Status der Eltern zu entfliehen, um nicht am Ende nur der Name ihrer Eltern zu sein, sondern ja. sich dann auch nicht immer diese hohen Erwartungen erfüllen zu müssen. Mm. Ich auch was gerne hergehen. Aber dein Papa ist doch, ja, yeah, so fuck it. Yeah, it's my dad, I don't care. It's not me. Even so, we are childhood friends, despite my being raised in a normal household. Objectively speaking, even I thought it was weird that I could speak so openly with someone that liked Chihaya. Bokumpe Granas, ihr Freund, solltest du es besser wissen. Mm-hmm. Our university friends had gone so far as to grill me about our conversations, but... Ach, der wird dafür, dass er mit ihr redet, auch noch fertig gemacht? Na toll. Mobby. Hontouni daijoubu? Skoshi yasunda hou ga iin janai? Oh, sie ist cute. Sie macht sich echt Sorgen. I was simply having an ordinary chat with a friend. Chihaya-sama, amayakashite wa ikemasen. Ah, da merkt man schon dieses Sama, dieses hochgestochene. Yep. Ah, ich liebe das ja im Japanischen, dass du halt anhand der Suffixe merkst, wie jemand zu jemandem steht oder... Das ist auch immer super bedeutsam. Ja, ja, bedeutsamer als wie, wenn du bei uns in Deutschland Herr hörst oder Herr, was weiß ich, oder Frau hörst oder so nimmst. Hier kannst halt schon... Ja, ja. Also hier drückt sie ja richtig aus, dass sie Hinata richtig bewundert und als sehr höher gestellt sieht. Während wir halt so... Während wir mehr halt als so, eine Höflichkeit, das ja. ist eher so eine Höherstellung. Während Chihaya ja so dieses vertraute Junja hat, also wirklich halt so auf freundschaftlicher Ebene. Ja, auch gerade weil sie keinen Suffix benutzt hat.
Viele würden sagen, das ist sehr unhöflich, aber ich glaube, bei einer höher gestellten Frau sagt da keiner was, wenn du... Es ist auch ein Zeichen für eine sehr intime und enge Freundschaft. Mhm. Demnach... Hinata. Und sie nennt auch Hinata, nicht Hinata-san oder so, sondern Hinata. Mhm. Also ich denke, sie sieht die beiden schon sehr als sehr enge Freunde. Ja, wobei es natürlich auch ist, dass sie Sama genannt wird, aber selber kein Suffix benutzt, das heißt, sie akzeptiert auch ihre höhere Stellung. Mhm. She has seemed like she wanted to interject, but Hinata immediately turned her attention back to me and continued. 体調管理も仕事のうちでしょ、純也さん。 Oh, sie ist so eine, die halt wahrscheinlich für jeden Suffixe benutzt. Also sie nutzt das Junja-san. Das ist ja witzig. Viele Leute denken... Höflich. Viele Leute denken ja, dass San wird nur für Frauen benutzt, aber... Nein. Es wird ja auch für... San ist quasi das normale Sie. Genau, das normale Höflichkeit. Das ist die normale Höflichkeit, das kannst du bei jedem benutzen. Kun ist halt eher so für kleinere Jungs oder jüngere Jungs. Junge Männer, so Teenies. Mhm. Und San, ja gut, San benutzt du halt bei vielen Frauen, wobei auch bei vielen Frauen eher so das Chan noch benutzt wird, was aber auch sehr... Aber auch nur unter engen Freundinnen oder für kleine Mädchen und Kinder. Oder wenn du sehr disrespectful sein willst. Ja, oder ja, oder bist sehr, sehr respektlos. Aber das merkt man dann meistens, wie die Person allgemein mit einspricht. Ich weiß zum Beispiel, sehr viele alte Männer oder so benutzen das auch teilweise für eine Art erotischen Konnotation, wenn sie dann zum Beispiel sagen, Hinata-chan, und die Dame ist eigentlich schon wesentlich älter, aber dann hat das eher so eine erotische Konnotation. Ja, weil sie sagen, hey, meine Kleine, so in die Richtung geht das dann. Mhm. Mhm. Das ist dann wie, als würde ich jemanden Daddy nennen. Ja, das war unser kurzer Exkurs in Suffixe. それに、何でも屋の仕事と学業との両立が大変なのは最初から分かっていた話。Oh, wir arbeiten also, während wir auch lernen, müssen wahrscheinlich unsere Ausbildung finanzieren. Ja, als Mädchen für alles. Ist ja auch nicht so ungewöhnlich, dass die Schüler in Japan, wenn nicht gerade Daddy und Mami reich sind, nebenbei arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Also, das machen ja hier auch viele Studenten. Studium ist ja teuer. Ja. Vor allem, wenn es dann noch in einer Großstadt ist, ne? Und du auf eine renommierte Hochschule willst. Du kannst die Mieten in großen Städten einfach nicht bezahlen. Tokio. Weißt du, was in Tokio so ein Apartment mit 30 Quadratmetern kostet? 500 Euro. Das Doppelte. Echt? Mittlerweile das Doppelte? Oh, fuck. Die zahlst dafür diese 30 Quadratmeter mehr als hier für 70 Quadratmeter auf dem Dorf. Also ich hatte ja mal eine Freundin, die war auf einem Holiday-Worker-Visum in Japan, ne? Mhm. Und ich glaube, die hatte nur so ein kleines 30 Quadratmeter-Apartment. Deswegen habe ich gesagt, was, das ist so teuer geworden, weil die hat irgendwas über 500 Euro für ihre Miete bezahlt. Und das hat die mir erzählt und die hatte ja vorher alles Geld zusammengekratzt, hat dann auch von den Großeltern bekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie lebst du da? Weil allein 2 Monate haben ja schon mal 1000 Euro Miete gekostet, weißt du? Und da ist ja noch nicht Essen einberechnet und so. Und sie war absolut zu stolz, außerhalb Tokios zu leben, sondern sie wollte direkt in der Innenstadt, also direkt in Tokio leben. Und in den Vororten ist es ja eigentlich recht günstig, also was heißt hier recht günstig, es ist günstiger, ne? Und sie hatte keinen, es ist jetzt böse, wenn ich das sage, aber sie hatte keinen Bock zu arbeiten. Deswegen, ich habe mich immer gefragt, wie sie sich das finanziert. Aber naja, es hat seine Gründe, warum wir keine Freunde mehr sind. Ja, toll. Überhaupt keinen Druck, dass wir das jetzt durchziehen müssen und nicht mal müde sein dürfen. Yeah. It felt like I was being lectured by a teacher or parent, but it didn't make it worse any less true. And I was left with no choice but to unconditionally surrender. Huh, you're exactly right, Hinata-san. Okay, wir sind Hinata-san gegenüber auch höflicher. Ich glaube, Chihaya gegenüber hatten wir... Wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde und Chihaya und ich sind aber Freunde. Also wir sind Freunde, deswegen kein Suffix. Ja.
Oh, oder hat das Sun jetzt mit Absicht dran gesetzt und nennt sie in Wahrheit auch nicht so? Und das macht er dann. Und das macht er dann aber nur. Mann, die Brüste werfen einen Schatten, meine Fresse. Das ist ein Schlagschatten. Oh, diese Brüste, hast du die ganze Zeit auch die Brüste so im Auge und dann denkst du dir so, wie hoch hat sie das Kleid und hat sie das mit Absicht, damit die Brüste so gepusht sind? Hey, das habe ich mir schon echt wegen dem Schnitt, aber jetzt gerade einfach nicht war es der Schlagschatten. Oh. Not looked away, seemingly bashful, but quickly regained her composure. それに、ジュンヤさん。ああ、das macht sie doch jetzt mit Absicht。徹夜と言いましたが、本当はお仕事ではないでしょう。Was? Wir waren doch nicht so. Klar, wir waren saufen. Mit unserem besten Freund haben wir unser ganzes College-Geld versoffen. Impressive, Hinata. Ah, er nennt sie doch nicht San und hat das von uns wirklich nur zur Provokation gemacht. Ah. Ich wette, wir saufen. Und sie weiß es. Ah. I full surrender, promptly for the second time. I held up both hands in defeat and held side. As if to say, good grief. Warum geben wir so schnell auf? Wir hätten doch sicher noch eine Ausrede gefunden. Also wir haben gezockt oder gesoffen. Beides. Barebare desu. Ja, wir haben wahrscheinlich gesoffen. So nano? Kino wa Junya-san ga suki na sakka no shousetsu no hatsubaiki deshita kara. Wir haben gelesen. Oh. Warum soll ich mich dann schämen? Fuck it. Niemals schämen mich dafür, ein gutes Buch zu lesen. Oh, ja. Wobei, nein. Novel kann ja in Japan vieles heißen. Ist es eine Light Novel? Ist es eine Visual Novel? Vielleicht das Spiel? Ja, auch dann. Wäre mir egal. Ist es vielleicht irgendein Buch? Also ein richtiges Buch? Ja. Das ist dann egal. Ah, Sokka! Aber gut zu wissen, dass Hinata das weiß. Mhm. Und ja nicht. Ich glaube, Hinata... Both of you know me so well. Ich glaube, Hinata steht auf Junya. Ich glaube, sie ist ein kleiner Stalker, die weiß alles. Ja, deswegen ja, weil sie auf Junya steht, weiß sie alles. Ich glaub, ja, natürlich. Sie ist gut informiert. Aha. Also wir sind ein Dreiergespann als Freunde, haben wir jetzt festgestellt. Okay. Na, ist gut für ihn gelaufen. Ja, sehr gut für ihn gelaufen, nur Freundinnen. Aber boy, bist du tief in der Friendzone. So tief. Boah, 15 Jahre! Der ist so tief in der Friendzone. So tief. Und wir beide kennen uns seit ungefähr 7-8 Jahren jetzt fast. Oh Gott, auch schon, ja. Ja, ich habe mal nachgeguckt vor kurzem. 2016 haben wir mit Fate angefangen. Oh, holy, das sind wirklich schon 8 Jahre. Ja, ne? Zeit geht vorbei. Ich habe vor kurzem so gedacht, wie lange kenne ich denn Delis jetzt schon? Und ich wollte das unbedingt rauskriegen, weil ich hatte das Gefühl, das können doch jetzt nur maximal so... 4-5 Jahre sein. Was einfach mal das Doppelte. Alter. Ja, da sieht man doch, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Chihaya looked back and forth between me and Hinata somewhat heavily. Just as we said, the three of us had been friends since childhood, but... であれば... Junya-san-niwa Hōjō-ke to tsukiai no aru ningen toshite mou sukoshi shikkari shite itadakitai mono desu. Boah, sie ist wirklich wie eine Mutter. Ach, du bist in Kontakt mit der Hōjō-Familie. Reiß dich doch mal zusammen. Genau, knapp die 8 Backen zusammen, Junya. This was a typical template Hinata followed when lecturing me. I needed to change the topic. So, you said you need to talk? To me or to Sugendo? Was? Sind wir eine gespaltene Persönlichkeit? Ist es das? Wer ist Sugendo und warum sollte man mit uns reden, um mit ihm zu reden? Ha. それも含めての相談。でも、多分、Sugendoにお願いすることになるかな。 Oder er ist unser Mitbewohner, dass wir uns die Miete teilen. Hm, könnte auch sein. I see, in that case, rather than having you repeat yourself twice, let's go talk to my brother.
Oh. Man merkt, 8 Jahre, mittlerweile sagen wir sogar oh, gemeinsam. Aber hat er seinen Bruder nicht anders genannt oder hat er noch einen zweiten? Nee, vielleicht habe ich 2 Brüder. Oder er wurde adoptiert. Könnte auch sein. Und das ist jetzt sein Adoptivbruder, weil ich glaube, Japaner reden bei Adoption ja nicht von Adoptivbruder oder so, sondern wirklich von Bruder-Bruder oder Schwester-Schwester. Crap, I was apparently still under that dream's influence. What? Their expressions faltered simultaneously. Okay, was ist jetzt strange? Einerseits sagen sie, sie wollen mit seinem Bruder reden, oder ist es doch nicht sein Bruder? Und er hat jetzt so... Ich glaube, das ist nicht sein Bruder. Dann hat er im Halbschlaf... Das ist überraschend. Ja, kann auch sein. Never mind. I'd better get going. Have work after this and I'm meeting up with Jin-san. Wir kriegen hier so viele Namen entgegengeworfen. Ich weiß gar nicht, wer ist. There was honestly no rush, but I didn't want them to see how pathetic I was. Ah. As long as it's not urgent, can we take care of this another time? もちろん! 仕事を優先してちょうだい! Okay, also es scheint nicht so dringend zu sein, dass es sofort sein muss. お仕事ならお急ぎください. They both nodded and returned to their usual calm selves, seemingly out of consideration for my feelings. Thank you, I've got to go. So jetzt möchte ich wissen, was das Problem mit seinem Bruder ist. Ist dieser Sui... Koma. Ja, aber ist dieser Sui... irgendwas sein Bruder? Ist es ein anderer Bruder? Es hieß sein Bruder so und sein Haus... Und ich weiß nicht, er hat einen Ziehbruder, der so heißt. Aber warum sollte er seinen Bruder erst so nennen und dann sagen, ja, ich rede mit meinem Bruder und dann aber so innehalten? Und wegen des Traumes, wo ich denke ich mal, sein Bruder draufgegangen ist... Irgendwas ist fishy. Irgendwas läuft nicht. Although I was more grateful than I let on, I spun on my heel and started to run. Ich liebe es ja, wenn Visual Novels dann noch so schöne Background-Geräusche haben, wie zum Beispiel, dass jemand läuft oder so, ne? Junya, Oni-san no yume o miteta no kashira? Oh, vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen mehr über die beiden, wenn sie sich unterhalten. Also, es geht ja gerade um seinen... Und über den Unfall. Osoraku wa kono jiki desu node. Oh, ist vielleicht sein Todestag, wenn sie sagt, es ist diese Zeit des Jahres? Oder der Unfall jährt sich und wirkt im Bereich im Koma. Ein Jahr ist noch nicht lange. Nee, Hinata. Watashi reisei o tamoteta tsumori nan dakedo kao ni dete nakatta. Was? Was ist denn jetzt ihr Problem mit ihrem Gesicht? Hä? Wie random ist denn das? Sie hat halt Angst, dass ihr Gesicht entgleist und dass darum bei ihm was gekippt ist. Sinpai nai desho. Chihaya-sama ni wa kokoro o kakusu nante geito dekimasen kara ne. Okay. Also ist Chihaya eher so der emotionale Type of Character. Dem du halt sehr schnell anmerkst, wenn irgendwie was down geht. Offensichtlich. Sore, douyu imi? それに顔なんて見なくても Chihaya-sama-no-kokoro-wa-junya-san-ni-wa-tsutawatteimasu-yo. Kann es sein, dass Chihaya vielleicht mit seinem Bruder zusammen war? Ich meine, in Japan... Ich glaube, dann würde sie jetzt emotionaler reagieren. Meinst du? Okay. Sore-wa... Douyu-imi? Ah, jetzt wird nochmal schön die beste Freundin aufgezogen. Ikimasho. Ojisama ga omachi desu.
Wer ist jetzt zum Beispiel, wer ist jetzt schon wieder Onkel? Das klingt jetzt auch wieder nach Porn. Der Onkel wartet auf uns. In dem Spiel wird es nur um Prostitution gehen. Da-dum. Alles umgedeutet. Ich glaube, das war jetzt... Das war der Prolog. Ich glaube, das war... Von dieser Prostitution. Aber ich finde es schön, wie sie den Titel gemacht haben. Warte. Moment, hat er sich verändert? Hat der Freund schon dieses Stirnband gehabt? Was ist da passiert? Nein, hat er nicht. Natürlich ist das neu. Aber weil ich ja gerne meine Episoden so aller 30 Minuten mache. Oh, hallo PC. Und wir jetzt schon bei 50 sind, ist diese Folge vorbei. Wir werden vielleicht mit Delis zusammen. Schreibt dafür bitte in die Kommentare, dann kann ich sie überreden und sagen, aber die Zuschauer wollen das so. Können wir das zusammen mit Delis erleben? Delis, du wärst doch dann bereit, du bist doch jetzt auch hooked, oder? Ja. Ja. Wir dürfen 4 Kapitel machen, das heißt, ich könnte mit Delis ganze 4 Kapitel durchbellern. Was ich noch sagen wollte, ich finde es echt schön, den Titel mit diesen Sins, ne? Ich glaube, es wird im Englischen eher sein, wird es Sins ausgesprochen? Ich glaube schon, Sins. Ne? Und ich finde es schön, dass dieses Sin da drinne sehr schön betont wird, was ja auch darauf hindeutet, indem er ja sagte, er hat eine Sünde begangen. Vielleicht erfahren wir in den 4 Kapiteln, was passiert ist. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt das Spiel auf Steam auf alle Fälle kaufen. Also wenn ihr die Visual Novel lesen wollt, ohne Dennis und mein Pornogelaber. Ey, das wird sowas von niemals monetarisiert, wenn ich eine Monetarisierung kriege. Ja, dann kauft euch das Spiel, lest es euch durch, dann müsst ihr auch nicht so lange auf die Folgen warten, dann könnt ihr das in einem Abend, in einem Rutsch lesen. Und in diesem Sinne sagen Delis und ich für heute Tschüss!